Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, die Betreuung gerade auch kleiner Kinder ist für Familien alternativlos. Alternativlos, weil die Kosten für die höchsten Strompreise der Welt erstmal erarbeitet werden müssen. Alternativlos, weil die in Deutschland geltenden höchsten Abgaben auf das Einkommen erstmal erwirtschaftet werden müssen. Denn laut OECD-Vergleich sind wir schließlich Spitzenreiter. Wir könnten das so beliebig fortführen. Über Energiepreise haben wir heute schon gesprochen. Wir könnten über stark steigende Lebensmittelpreise und Sprit reden. Die Quintessenz bleibt die gleiche. Familien werden in diesem Land über Gebühr belastet. Kinder sind in Deutschland ein Armutsrisiko. Und das sind nicht meine Schlussfolgerungen, das sind die Schlussfolgerungen von zahlreichen Familienverbänden, der Caritas, dem Deutschen Familienverband. Das sind die Bedingungen und die Voraussetzungen, über die wir reden, wenn wir auch diesen heutigen Gesetzentwurf über die Änderung des Kinderförderungsgesetzes sprechen. Gegenstand des Gesetzentwurfs ist insbesondere die Fortführung der Geschwisterkindregelung bis zum Jahr 2022. Festzustellen bleibt jedoch, dass die Landesregierung der politische Wille für eine grundlegende Veränderung fehlt, ein Wille zu einer aktiven und fördernden Familienpolitik, eine Politik, in der sich Eltern bewusst für Kinder entscheiden können, ohne dabei zwangsläufig der finanzielle Verlierer zu sein. Nein, die Koalition scheint in diesem Zusammenhang auf Symptombekämpfung zu setzen und unterm Strich wird dieser Gesetzentwurf nur den bisherigen Status quo fortführen. So lassen sich demografische Probleme im Heute und auch im Morgen nicht lösen. Und mit demografischen Problemen, da haben wir auch schon häufiger drüber gesprochen, da reden wir über den Fachkräftemangel im Handwerk, Fachkräftemangel in der Pflege, bei den Lehrern, Schulschließungen. Dennoch sind wir bereit, mit Ihnen zusammen das Beste für unsere Familien herauszuholen. Daher werden wir uns diesem Entwurf nicht von vornherein verschließen. Wir werden den Wunsch der Landesregierung, diesen Status quo erst einmal mittragen. Das im Hinblick auf die Bildung der neuen Bundesregierung mit den damit einhergehenden Unabwägbarkeiten eine Finanzierung ohne Abhängigkeit von Bundesmitteln garantieren wollen, werden wir also unterstützen. Dennoch geht uns Ihr Antrag auf Gesetzesänderungen im Ganzen nicht weit genug. Wir als AfD-Fraktion fordern, und das schon seit Jahren, die komplette Übernahme der Kosten für die Kinderbetreuung und das für alle, demzufolge auch die Erstgeborenen. Dabei muss es egal sein, ob Hort, Krippe oder Kita, nur mit einer vollständigen Kostenübernahme ab dem ersten Kind können wir wirklich für eine Entlastung sorgen, die auch kleineren Familien ermöglicht werden muss. Eine Entscheidung zum ersten Kind und damit zur Gründung einer neuen Familie dürfen keine finanziellen Hindernisse in den Weg gelegt werden, und das umfasst auch das erste Kind. Nun will und kann ich der SPD wahrlich keine Familienfreundlichkeit attestieren. Dennoch fand sich die Forderung nach beitragsfreien Plätzen noch im Programm zur Landtagswahl in diesem Jahr. Und auch wenn Sie vergangenen Regierungsbeteiligungen diesbezüglich nichts erreicht haben, kann ich Ihnen nur zusichern, wagen Sie es erneut. Wir würden diesen sinnigen Vorschlag selbstverständlich mit unterstützen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, lassen Sie uns diesen Gesetzentwurf nutzen, einen wirklichen Schritt nach vorne zu machen, einen Schritt über den Status quo hinaus. Wir freuen uns darauf, mit Ihnen zusammen im Ausschuss zu debattieren und stimmen der Überweisung zu. Vielen Dank. Danke.